Hallo und herzlich willkommen auf startdrumming.de. Heute habe ich eine erfreuliche Nachricht. Der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt. Meine Website war jetzt gut 1,5-2 Monate außer Betrieb und unter Bearbeitung. Wir haben da im Hintergrund einiges geändert, unter anderem ein neues Mitglieder-Plugin eingebaut, das auch hier den Zugang wesentlich vereinfacht, uns einen Haufen Arbeit erspart, und da war dann in dem Zuge natürlich auch noch einiges an Arbeit drumherum zu erledigen, und deswegen war die Seite jetzt eine ganze Zeit lang einfach nicht online. Und die geht eben heute mit dem heutigen Tag wieder voll in Betrieb. Das ist die hauptsächliche Nachricht dieses Videos. Ihr könnt jetzt also wieder im vollen Umfang auf meine Website startdrumming.de zugreifen. Für alle, die schon in meinem Mitgliederbereich sich angemeldet haben, also schon Mitglied bei mir sind, hier die kurze Info: Ihr werdet heute einen kurzen Newsletter bekommen, in dem auch erklärt wird, wie ihr zum neuen Mitgliederbereich Zugang findet. Das wird wesentlich einfacher sein als in der Vergangenheit. Das war auch so ein Grund, warum wir da quasi dann Änderungen vorgenommen haben. Also das hier zur Info für alle, die schon Mitglieder bei mir sind. Und in dem Zuge, dass sich eben einiges jetzt an der Webseite hauptsächlich in der Strukturierung geändert hat und auch im Mitgliederbereich jetzt mehr Möglichkeiten für uns bestehen, möchte ich mal so einen kleinen Ausblick geben, wie es denn jetzt hier auf startdrumming.de weitergeht, was ihr von mir hier erwarten könnt. Zum einen wird es Änderungen geben, was die Formate angeht. Das Format Lesson of the Week werde ich jetzt ausbauen. Es wird mein Hauptformat sein. Das heißt, ich werde hauptsächlich Lessons of the Week machen, und die wird es eben wie bisher auch in meinem kostenlosen Mitgliederbereich geben. Die sind da zur Verfügung in voller Form. Das heißt, immer die Videolesson inklusive Noten und die auch als Download. Das heißt, ihr könnt da auch alles herunterladen und in Ruhe daheim üben und das Video zur Unterstützung verwenden. Und zusätzlich mache ich dann immer noch einen Blogbeitrag, bei dem es auch ein gekürztes Video für meinen YouTube-Kanal geben wird, in der einen kurzen Einblick gegeben wird, was denn genau das Thema in der aktuellen Lesson of the Week sein wird. Das ist allerdings nicht so, dass ich da nur einen kurzen Ausschnitt mache, sondern ich gehe her und mache dieses YouTube-Video quasi dann als kurze Zusammenfassung. Ich schneide das etwas kürzer, also es ist nicht das komplett gleiche Video wie auf dem Mitgliederbereich, aber doch so viel, dass man auch aus diesem Video schon einiges herausholen kann und die Grundessenz üben kann. Also wer jetzt absolut keine Lust hat, bei mir die Mitgliedschaft dann abzuschließen, der kann auch schon am YouTube-Video schon einiges lernen. Aber wie gesagt, natürlich die Vollversion und eben die Noten und eventuell auch in Zukunft MP3s, die es dann geben wird. Ich werde jetzt dann hauptsächlich dann mal wirklich einsteigen bei den Lesson of the Weeks mit Detail-Dingen, wie man eben bestimmte Schlagzeug-Soli, die dann ausnotiert sind, dann genau sich erarbeitet, oder Songs werden dann von mir dann veröffentlicht werden, die es dann auch in späterer Form dann in Gänze zum Kaufen geben wird auf meinem kostenlosen Mitgliederbereich. Und das ist auch die nächste Neuerung: wird es ab September einen Online-Kurs geben, den man buchen kann. Und auch in diesem Rahmen werde ich natürlich an Playalongs arbeiten, die dann auch im Laufe des nächsten Jahres dann so nach und nach online gehen und da bezogen werden können. Denn das dürfte den meisten hier klar sein. Ich mache das natürlich hier aus beruflichen Gründen. Es macht mir zwar natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, Videos für euch zu machen, und ich mache da sehr viel kostenlos. Das dürfte auch schon der ein oder andere gemerkt haben. Aber irgendwann muss man natürlich auch mit der ganzen Sache hier ein bisschen Geld verdienen. Und das sage ich jetzt hier eben aus Fairnessgründen. Es ist
ein zusätzliches Angebot. Ansonsten wird es natürlich, wie gesagt, bei der Lesson of the Week weitergehen und das bleibt auch kostenlos. Aber da sind eben Änderungen geplant und das war auch wieder ein Grund, warum ich jetzt hier die letzten zwei Monate weniger auf dem Blog gemacht habe. Ich habe nämlich ein bisschen die Tontechnik verändert. Da wird es auch demnächst von mir ein Video dazu geben, was ich da genau gemacht habe und was ich da verwende und auch vielleicht das ein oder andere Tutorial, wie man sowas macht. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant am Anfang, wie man so einen Drum-Sound herstellt. Ich bin da nicht so der Tech-Freak und gehe dann so möglichst perfektionistisch ran, sondern ich will das möglichst einfach haben, da ich natürlich auch nicht nur hier Ton bearbeiten muss, sondern eben auch Video und darauf ist das alles ausgelegt. Aber das kann auch eine sehr gute Lösung sein für einfaches Home-Recording. Das wird es also auch geben und das ist so das, was ich jetzt vorhabe. Ich bin gerade dabei, eben die jetzt im September erscheinenden Online-Kurse zu drehen. Ich habe auch eine neue Kamera für das Ganze und das merkt man vielleicht auch jetzt, das nehme ich jetzt gerade mit dieser neuen Kamera auf. Ich hoffe, die Bildqualität ist besser. Gebt mir dazu mal ein Feedback unten in den Kommentaren, das würde mich freuen. Auch was den Ton angeht, bei zum Beispiel dem Video Streetlife, da lege ich hier mal den Link, da habe ich die neue Technik verwendet. Ich bin da noch ein bisschen am Spielen und ausprobieren, was da am besten funktioniert. Und da hätte ich auch gern, dass ihr mir in den Kommentaren mal sagt, wie ihr das findet. Das wäre sehr hilfreich für mich. So, das wäre es jetzt eigentlich für heute schon gewesen. Das ist hier so mal die Infos und Neuigkeiten auf meiner Webseite startdrumming.de. Ich hoffe, ihr findet das alles genauso toll und spannend wie ich und freue mich, wenn ihr fleißig jetzt wieder euch im Mitgliederbereich anmeldet. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen und nicht vergessen, Start Drumming!